Hi Leute, ganz recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Warthunder Talk Video hier auf meinem Kanal. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, möchte ich kurz noch sorry sagen, dass am Montag kein Video erschienen ist, aber mir ging es nicht gut und wenn es mir nicht gut geht, möchte ich einfach keine Videos machen, weil die dann meistens sowieso eher schlecht als recht funktionieren und das wollte ich weder euch noch mir antun. Aber starten wir doch direkt mit dem heutigen Thema, nämlich das neue Kampfgruppenfahrzeug der Deutschen, den Leopard 2 PL. Ja, hier ist das gute Stück erstmal und wie wir sehen, ist es ein ja, eher handelsüblicher Leopard 2. Wir erkennen hier vor allen Dingen anhand dieser lustigen Luke und anhand der Tatsache, dass wir hier noch eine ja, nach außen wegschiebende Fahrerluke haben, dass es sich hier im Grunde um einen Leopard 2A4 handelt, der allerdings kampfwert gesteigert wurde mit einigen Sachen. Die Kanone ist dieselbe, wir haben hier auch zusätzliche Panzerung, die aber, ja, es ist okay, es ist nicht schlecht. Der Panzerschutz ist, glaube ich, nicht ganz so gut wie beim 2A5 und 2A6. Aber im Großen und Ganzen ist das Fahrzeug auch recht gut geschützt und hat auch ordentlich Leistung und ist eben ein typischer Leopard 2. Das Kontroverse an diesem Fahrzeug ist für mich tatsächlich eher, dass dieses Fahrzeug etwas öffnet. Es öffnet eine Tür, wo ich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Tür wirklich öffnen wollen, denn mit dieser Tür kommt Gutes, aber auch leider Schlechtes rein. Aber gucken wir erstmal zu den guten Sachen, die dieses Türchen denn so mit sich bringt. Wir sehen hier, wir haben hier ein Battle Rating 10.7 Fahrzeug. Das Fahrzeug ist Top Tier und es hat einen Bestellwert von in Anführungszeichen lediglich 7800 Golden Eagles. Und das Gute daran ist, dass dies ein High-Tier-Fahrzeug ist und Spieler, die nie lange im Spiel bleiben, sondern gerne viel Geld ausgeben, um gleich im Top-Tier dabei zu sein, werden nun ins Spiel kommen und sich diesen Panzer einfach kaufen, weil sie damit einfach direkt Top-Tier sind. Und auch wenn das Fahrzeug nicht ausgebaut ist und modultechnisch also Stock ist, werden diese Leute auch nicht davor zurückschrecken, weiteres Geld in die Hand zu nehmen, Premium-Zeit in die Hand zu nehmen, um dann ja, möglichst schnell andere Sachen frei zu grinden, um nicht nur einen Panzer auf diesem Battle-Rating zu haben. Das Gute daran ist, dass Gaijin damit natürlich Geld verdienen kann und naja, jeder, der gerne War Thunder spielt, möchte ja auch gerne weiter War Thunder spielen können. Das geht natürlich nur, wenn Gaijin mit dem Spiel auch Geld verdient und ja, ich persönlich unterstütze das Spiel auch, sowohl mit Golden Eagles als auch mit Premium-Fahrzeugen. Allerdings muss ich sagen, dass hier der gute Wille vielleicht ein bisschen zu weit geht. Wir erinnern uns, 7800 Golden Eagles und dann könnt ihr das Fahrzeug sofort kaufen. Wir gucken hier mal in Relation. Ja, Battle Rating 5.7, 7.100 Golden Eagles. Battle Rating 8.7, 8.900 Golden Eagles. Also, um ehrlich zu sein, steht das Fahrzeug sehr gut im Preis. Oder hier, oh, guck mal. Battle Rating 7.3, 8.200 Golden Eagles. Hier 6.7, 7.400. Also, ihr wisst, was ich meine. Der Preis steht hier einfach irgendwie in keiner Relation zu dem, was man hier tatsächlich geliefert bekommt. Ich muss also ganz klar sagen, dass das Fahrzeug teurer sein sollte, so um die 10.000, 11.000 Golden Eagles. Das ist eine ganze Menge Holz, aber wir reden hier auch von Leuten, die das Ding dann einfach nur kaufen und damit im High-Tier herumfahren wollen. Klar, für Leute, die quasi ihre Sammlung komplettieren wollen, wäre dieser Preis natürlich sehr, sehr hoch. Aber die meisten Leute, die ernsthaft War Thunder spielen, sind sowieso in einer Kampfgruppe und erforschen diese Fahrzeuge sowieso nur mit Kampfgruppenpunkten und investieren kein echtes Geld in diese Kampfgruppenpanzer. Das Gute ist, wir fassen zusammen, dass die Leute einfach Geld investieren werden und wir die Möglichkeit haben, dass Gaijin damit Geld verdient und das Geld hoffentlich in die ja, Entwicklung und Forschung für ihr Spiel stecken kann, um Bugs zu beseitigen, um die Performance gut zu halten und um neuen Content zu bringen, um die Spieler einfach glücklich zu halten. Das Schlechte an dem Panzer ist einfach, dass die Leute, die damit reinkommen, eventuell ziemlich miese Typen sind. Ich rede hier von Leuten, die dich vorschieben, wenn du eine Position blockierst, die sie unbedingt haben wollen. Oder Leute, die einfach vorjolon, ohne darüber nachzudenken, wo der Gegner überhaupt stehen könnte, welche Fahrzeuge im Gegnerteam sind, wie schnell die sind. Also keinerlei taktisches oder strategisches Verständnis besitzen und einfach in ihren Tod fahren und dich und eine Handvoll anderer Spieler einfach so auf dem Schlachtfeld zurücklassen, weil sie dann direkt rausgehen, weil sie ja auch direkt gestorben sind. Und du stehst dann da und musst das Match quasi alleine gewinnen, oder mit der Unterstützung von drei, vier Leuten. Diese Leute
sind einfach dann wesentlich, wesentlich mehr in dem Spiel, weil solche Fahrzeuge, ja, ich denke, daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das ist nicht das erste Fahrzeug und es wird auch nicht das letzte Fahrzeug sein, das Gaijin hier aufs Top-Tier-Battle-Rating packt. Diesen Move haben die sich von Wargaming abgeschaut, die damals mit der Puerto Rico und der ARP Yamato Leuten ermöglicht haben, einfach für die jeweilige Premium-Währung Golddublonen, ja, in dem Fall äquivalent zu Golden Eagles, die Dinger einfach zu kaufen. Das teuerste Paket war sogar bei der Yamato, dass du noch ein Premium-Upgrade dazu bekommen hast, was die Streuung verringert. Und das musste man sich für die reguläre Tech-Tree Yamato hart erspielen und Blut und Wasser dafür schwitzen. Und da konnte man das einfach kaufen. Und ich denke, denselben Weg wird Gaijin auch gehen. Sie werden mehr und mehr solche Kampfgruppenfahrzeuge bringen. Nicht alle werden Top-Tier sein, aber es werden in Zukunft vermehrt Top-Tier-Fahrzeuge auftauchen. Ich hoffe schlicht und ergreifend, dass sie die dann auch vom Preis anheben werden, weil sonst haben wir, wie ich gerade sagte, sehr, sehr viele Spieler, die nicht lange im Spiel sind, aber dummerweise auch die Spielqualität für alle anderen, die das Spiel ernsthaft spielen und Spaß haben wollen, sehr, sehr massiv drücken werden. So, aber das sind eigentlich nur meine Gedanken. Was du dazu denkst, kannst du mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich wäre dir auch dankbar, wenn du den Like-Button so fest drückst, dass er auf der anderen Seite des Bildschirms wieder rauskommt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag habt. Sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.